Willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ist hier euer Berliner. Okay. Achso, hier sind wir jetzt wieder vorne. Ich will gerade sagen, wo sind wir denn jetzt angekommen? Wir haben die ganzen Kisten hier zerstört. Ne, die sind wieder da. Ach, ist ja doof. Na gut. Space. Hammer. Mal hier. So, wir müssen jetzt die Teile echt nochmal einsammeln, Leute. Ja, wie gesagt, zu einer neuen Runde oder nächsten Folge Odyssey. Wir sind hier immer noch am Rumforschen. Hier ist die Brücke. Wir müssen nochmal nach oben. Hier oben war nochmal ein Puzzleteil, meiner Erinnerung nach. Und wir werden dann gucken, dass wir die Rätsel alle lösen können. Oben war ja dieses große Tor. Und ich weiß noch nicht, was man mit dem Puzzleteil machen kann. Wie ihr wisst, hier oben war ja dieses Tor, wo es nicht weiterging. Hier war die tolle Aussicht. Ich gehe nochmal hoch. Guck mal nach, ob ich irgendwas übersehen habe. Und ich freue mich immer, dass ihr wieder dabei seid. Zu einer neuen Folge. So, jetzt klettern wir mal hoch. Und wir sind oben angekommen. Ging es hier eigentlich lang? Habe ich gar nicht. Nee, hier ging es nicht weiter. Hier ging es auch nicht lang. Es ging nur hier hoch. Hier, genau. Hier war der Generator. Der aber nicht lief. Und hier ging es nicht weiter. Da geht es nur nach oben lang. Und hier war das Rätsel, was nicht funktioniert hat. Weil wir hier nichts bewegen können, weil kein Strom drauf ist. Das ist natürlich ärgerlich, Leute. Also, wenn wir wieder runterdackeln. So, und runter. Und ich vermute mal, dass wir erst das Rätsel da unten lösen müssen. Deswegen laufen wir jetzt erstmal runter. Achso, noch eins tiefer. Ja, und wie gesagt, ich finde es toll, dass ihr das Spiel alle cool findet. Oder viele von euch. Kann man nicht bedienen. Hier ist auch weiter nichts. Holz können wir nicht nehmen. Okay, die Aussicht ist mal wieder gnadenlos geil. Schmetterlinge! Als kleines Kind habe ich immer Mintermint dazu gesagt. Und hier ist die Brücke, wo wir nicht rüberkommen. Müssen wir drüben die Brücke berühren oder drehen. Hier sind eine Menge Türme und alles mögliche. Die werden wir uns alle noch reinziehen. Und wir werden jetzt erstmal probieren, das andere Rätsel zu lösen. Weil das mit dieser Weltkugel. Hier haben wir nichts weiter. So. Genau, dann waren wir hier. Und haben hier die Skizzen weggenommen, die Unterlagen. So, und Depositteil können wir nicht nehmen. Hier können wir nochmal reingucken. Das war das, was wir letztes Mal gesehen haben. Ich lasse einen Moment an, ihr könnt ja dann Pause drücken, um das komplett zu lesen. Hier mit Polaris, Polaris in der Mitte. Das sind die Sternkarten, die wir im Eingangsbereich hatten. Und die Rückseite. Okay. Antipodes. Okay. Hier war das mit der Truhe. Wo ich gedacht habe, am Anfang, das ist ein Tresor oder ähnliches. Das soll vermutlich, so wie ich verstanden habe. Achso, halt mal hier. Set the change to look open when you the pack was placed in the cabin. Das soll die Figur sein, ne? Weil das ist ja der Globus, den wir da haben. Genau. Genau, jetzt verstehe ich. Wir müssen wahrscheinlich die Teile da einbringen. Ah ja, da haben wir es. Nee. Zumindest hat das Feld schon geblinkt. Habt ihr gesehen? Ja. Wieso macht er das nicht? Soll das so sein, oder? Ach so, jetzt verstehe ich. Weil ich hier in der richtigen Reihenfolge war. Ich habe gedacht, wenn das Feld aufblinkt. Okay.
Strom ist an, Strom ist grün. Was ist hier? Ein Stein. Solarzellen. Geht's jetzt auf? Nee, geht nicht auf. Aber da geht was. Okay. Antipol. Unlock the globe. Okay, ich verstehe. Hier auf der Seite ist es. Du musst da hier. Wartet mal. 1, 2, bis zum Punkt. Dann müssen wir von hier auch hier hingehen wahrscheinlich. Da vermute ich mal. Ne, ist nicht richtig, sehe ich jetzt schon. Ich glaube, achso. Obwohl, könnte stimmen, oder? Nee. Nee, kann nicht stimmen. Hierhin kann es eigentlich auch nicht sein, oder? Nee. Verstehe ich doch richtig, oder? Oder dahin. Auch nicht. Sieht fast so aus, als ob es noch ein tiefer muss. Oder ein höher. Verstehe ich nicht. 1, 2. Okay, und? Von da, das heißt, hier runter. War das ist gar nicht mal so falsch hier? Oder muss der dahin? Dahin. Auch nicht. Auf jeden Fall muss das hier irgendwo eine von den Positionen sein. Jawohl, nächste Anleitung und ein Schlüssel. Sehr schön. Schauen wir mal rein. Down. Earth down. Okay. Pythagoras. Soll es wahrscheinlich sein. Sokrates. Achso. Earth, Water, Air und Fire. Elemente, was voll. Okay, ich vermute mal stark. Middle of the night. Okay. Okay, hier ist die Brücke. Sehr schön. Soll ich dir weiterhelfen, tut uns das auch nicht. Ich vermute stark, die haben wir um den Stromgenerator gehabt. Der war ja mit Batterie. Mit Schlüssel, dass wir vermutlich dafür den Schlüssel jetzt erhalten haben. Ich renne mal ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Also die Brücke ist noch nicht gedreht. Vermute mal, dass diese Ding hier oben, diese Tor oder diese Rätsel, ist ja kein Tor, vermute ich mal, dass wir dadurch vielleicht die Brücke drehen können. Oder wenn der Strom an ist. So, Schlüsselchen. Okay, Strom ist an. Macht ja schon direkt hier. Da leuchtet's. Nee, Brücke hat sich nichts getan. Okay, scheint also hier mit oben was zu sein. So, dann gucken wir uns das mal an hier. Was haben wir hier? Wasser, Feuer, Wind. Soll Wind sein, oder? Was soll das sein? Erde oder was? Sterne. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt also... Ah, wartet mal. Earth, Wasser, Air, Ether. Earth in der Mitte. Earth, Water, Air. Okay, das sind Viere. Und dann kommt das dazu. Ether. Earth, Water, Air. Mal gucken. Earth.
Water. Air. Fire, ne? Und Earth. Geil. Leute. Juhu, und eine Errungenschaft freigeschaltet. Okay, hier ist ein Zettel. Update. Journal. Wollte eigentlich jetzt mal ein Journal gucken. Wir gehen mal erstmal hoch. Wow. Hier ist aber dunkel. Schau mal, hier Steckdosen. Ich guck mal in den Journal rein. Okay, Observatorium von der Armee. Das finde ich gut, dass scheinbar die Tipps, so wie es aussieht, markiert sind. Zipline. Okay, das hat irgendwas mit diesen Leitungen hier zu tun. Fähre, Disk. Okay. Moon. Die Mondphasen. Und Hidden Inside a Board or a Dwang. Okay. Own. Ankle having fixed the lower bridge. Okay, ich verstehe nur die Hälfte. Full, never particle, voller Mond, halber Mond. Correct Mondphase. Lampe. Come back. Was? Ah, I showed everyone my model especially. We're not the side legal flat to the moon. Okay. Über Columbus handelt die Geschichte von den Indianern in der Karibik, also Maya-mäßig. Und dem Mond. Vollmond. Far away. Die verschiedenen Mondphasen. Okay, das Ende. Guck mal nach, was das jetzt mit unserem Ding hier zu tun hat. Geh mal hier hin. Hier ist wieder ein Behältnis. Hier geht's runter. Da haben wir also noch. Hier haben wir die Steckdosenleiste dafür. Was haben wir denn hier? Zwei Planeten. Was ist hier? Ah, da kann. Ach so. Das ist wieder ein Fach. Was soll ich hier machen? Ach so. Okay. Nee, so wollte ich ja nur nicht. Achso, ich brauche nur dahin gehen. Aber geht nicht auf. Auch nicht. Ah. Sternkonstellation. Zwilling, was? Das glaube ich. Okay, kann ich das nehmen? Kann ich nicht nehmen? Achso, die Truhe ist offen. Nächste Blätter. Journal. Wow, von der Treppe erschlagen. Gucken wir mal nach. Today, Mama Dad, we see deceived, bla bla. Door outside. Wir kriegen wir irgendeine Rätsel hier. Like pictures from fun. Ach du Scheiße. Gehen wir erstmal weiter, wir gucken uns mal die Pixar an. Würde ich sagen. Wow. Okay, hier ist ein dicker, fetter Riss. Das ist die Karte, die wir hatten. Was haben wir hier? Okay. Ach du Scheiße. Was soll ich denn da machen? Und hiermit? Okay, hier war was. Drehen wir weiter. Okay, den Hebel kann ich jetzt bedienen. Ach so, okay. Und den Hebel. Okay, was kann ich hier mitmachen? Hm.
Muss ich nicht verstehen, oder? Was soll ich denn hier machen? Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Geht's hier noch weiter? Ach, da geht's noch weiter. Okay. So, im Endeffekt, das haben wir gemacht. Wir haben die zwei Hebel umgesetzt. Ich hoffe, das ist richtig, wenn ich da mal. Your son and Molly only the pass. Zodiac Constellation around the room. Hä? So, das Zeichen hatten wir. Gemini. Was soll ich da jetzt machen? Super. Fuck it, jetzt habe ich nicht aufgepasst. So, hier ist es bei dem Symbol. Ich vermute mal, es hat hiermit zu tun, oder? Scheiße, welches Logo war das? Einmal das Ding, ich glaube das hier, ne? Das oder das? Zeigt natürlich jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube, das war's. Und hier? Oh Mann. Hier war's das. Das. Und hier kommt das andere Logo hin wahrscheinlich, oder? Tete. Nö. Ach du Scheiße, was soll ich denn da machen? Wir gucken mal ins Buch rein. So. Call the Zodiac. So I painted 12 Zodiac constellations around the room. And could the combination to drop the ladder? Okay. Was? Mein Moon. Verstehe ich nicht. Wenn ich das richtig verstehe? Weil ich nicht glaube. So, wir gehen hier nochmal ran. So, wir haben bei dieser... Achso, sind das die Dinger? Mond und Sonne. Okay. Keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gehen mal hier rum. Machen wir beide aus. Okay. Achso, da sind jetzt beide andere aus. Verstehe nicht. Das ist aus. Okay. Verstehe ich nicht. Ja, weiß ich im Moment nicht weiter, Leute. Vorhin ging das doch ganz anders. Mach nochmal alles aus hier. So, wir drehen nochmal zurück. Das aus. Das aus, das aus. Das auch aus. So, und was soll das jetzt heißen? Verstehe ich nicht.
Keine Ahnung. Muss ich weiter rätseln. Ich würde sagen, das war's dann erstmal für heute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter. Und ja, wir sind auch schon am Schnitt angekommen. Ich würde sagen, das machen wir dann nächstes Mal weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn wir jetzt im Dunkeln hier festsitzen. Und somit sage ich erstmal schön mit Öl. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst mir einen Daumen da, vielleicht einen Kommentar. Der eine oder andere sogar ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und somit sage ich schön mit Öl. Bis zum nächsten Mal mit Odyssey. Schön mit Öl, euer Berliner.